Wenn es eine Pille gäbe, die dir unglaubliche Kräfte verleiht, würdest du sie nehmen? Der Film beginnt mit Biggie, der einer Dealerbande einen Frachtcontainer voller Drogen übergibt. Als Gegenleistung für den Verkauf der Pille erhalten die Verkäufer sie kostenlos. Ein Mann, Newt, fragt, wie sie heißt. Power. Oh, so heißt doch der Film. Als nächstes sehen wir ein junges Mädchen, Robin. Zwei Hooligans tauchen in ihrem Revier auf und sie täuscht vor, eine Waffe hinter ihrem Rücken zu haben. Doch der Dritte überwältigt sie von hinten. Sie wollen, was sie verkauft. Und zwar umsonst. Die Teenager verprügeln sie und nehmen ihr die Pillen ab. Plötzlich taucht Frank auf einem Motorrad auf. Er ist Polizist. Einer von ihnen greift nach einer Pille, aber Frank zieht seine Pistole. Der Junge will die Pille nehmen. Frank warnt ihn, dass er nicht weiß, welche Kraft er bekommen wird. Er könnte mit großer Wahrscheinlichkeit sterben. Frank reißt ihm daraufhin die Pille aus der Hand. Zum Glück für die Teenager hat er nur ein paar Handschellen, die er Robin anlegt. Sie laufen davon, aber dann lässt er Robin gehen. Es stellt sich heraus, dass er Power von ihr gekauft hat. Da die Dealer die Droge selbst nehmen, hat er beschlossen, auch auf die Kräfte zurückzugreifen. Bevor er geht, verrät Frank, dass das Motorrad, mit dem er gekommen ist, ein verspätetes Geburtstagsgeschenk für Robin ist. In der nächsten Szene sehen wir Art, der mit einer Waffe in der Hand durch einen heruntergekommenen Wohnkomplex geht. Er klopft an die Tür und wird von Newt begrüßt. Art sagt ihm, er soll seinen Chef anrufen und ihm sagen, dass der Major hier ist. Während Newt zum Telefon geht, öffnet Art die Tür. Er geht durch das Haus, das in Trümmern liegt, und findet Löcher im Boden. Sogar ein Krokodil als Haustier. Art findet Newt, der ein paar Wegwerfhandys durchwühlt. Newt will zur Pistole greifen, tut es aber nicht und es kommt zu einem Kampf, bevor er sich im Badezimmer einsperrt. Sein Handy läutet, was sich Art schnappt. Newt holt eine Powerpille und wirft sie ein. Wenige Augenblicke später werden wir mit einer brillanten Darstellung seiner Feuerkraft konfrontiert. Newt geht in Flammen auf und stürzt sich auf Art, der nur knapp ausweichen kann. Er flieht, während Newt drei weitere Pillen schluckt. Der Kampf geht in einer Wohnung weiter, wo eine Bewohnerin Newt mit Wasser vollspritzt. Das verschafft Art genug Zeit, um eine Falle aufzustellen. Newt rennt hinterher und wird in einer klatschnassen Jacke umhüllt, bevor er in eine Badewanne getaucht wird. Newt sagt ihm noch den Namen des Großdealers, Biggie, bevor er explodiert. Wir sehen eine Rückblende, in der Arts Tochter Tracy nach einem Autounfall entführt wird. Am nächsten Morgen sieht Robin in den Nachrichten, dass Newts Wohnung in die Luft geflogen ist. Es stellt sich heraus, dass er ihr Cousin ist. Sie chattet im Unterricht mit Newt und wird von einem Lehrer ermahnt. Als er sie nach ihren Lebensplänen fragt, erfahren wir, dass sie eine Rapperin werden möchte. Der Lehrer schickt sie daraufhin zum Rektor. Art gibt weiterhin vor, Newt zu sein und arrangiert ein Treffen. Währenddessen kümmert sich Frank um einen laufenden Raubüberfall. Es ist eine Geiselnahme, bei der einer der Geiseln behauptet, er sei von einem Gast geschlagen worden. Während der Polizeichef sich mit zwei Männern in schwarzen Anzügen streitet, die den Tatort übernehmen, geht Frank allein in die Bank. Er wirft noch schnell eine Pille ein und stellt einen Timer für 5 Minuten. Als er den Raum betritt, kommt er an dem Angreifer vorbei, der im Grunde genommen ein Chamäleon ist. Es folgt eine Verfolgungsjagd und der unsichtbare Mann setzt sich in einen Bus. Er öffnet die Geldtaschen, aber ein Farbbeutel explodiert und er wird dadurch sichtbar. Jetzt, da Frank ihn sehen kann, ist der Rest ein Kinderspiel. Oder vielleicht auch nicht. Das stimmt. Franks Kraft macht ihn kugelsicher. Er erholt sich und macht Mr. Chamäleon fertig. Nach einer kurzen Untersuchung wird er von seinem Chef befragt und Frank gibt zu, die Pille genommen zu haben. Ihm wird daraufhin seine Marke und seine Waffe entzogen. Der Chef bietet ihm eine "Du kommst aus dem Gefängnis frei"-Karte in Form einer Mission an. Alles, was er tun muss, ist, diesen Mann, die Quelle der Power, zu schnappen. Moment mal, das ist Art. Art wartet in einem Diner darauf, dass derjenige, mit dem er geschattet hat, ankommt. Stunden vergehen, bis Robin endlich auftaucht. Sie klopft an die Badezimmertür, was Art endlich zeigt, dass sie die richtige Person ist. Er geht nach draußen und wartet, während Robin zu ihrem Motorrad zurückkehrt. Die Reifen sind aufgeschlitzt und sie muss zu Fuß nach Hause gehen. Art überwältigt sie und sperrt sie in seinen Kofferraum ein. In der Zwischenzeit hinterlässt Frank ihr eine Nachricht, dass er Nachschub braucht. An einem abgelegenen Ort verrät Robin Art, dass sie Power vertickt. Er setzt sie auf den Beifahrersitz und zeigt ihr ein Foto von einem Mann, der Biggie sein könnte. Aber sie behauptet, es nicht zu wissen. In einer anderen Szene sehen wir Biggie und seinen Boss Dr. Gardner. Er trifft sich mit einer Frau, die enge Verbindungen zu südamerikanischen Kartellen hat und sagt ihr, dass die Pille Regierungen stürzen wird. Zurück im Auto versucht Robin, mit ihrem Handy Hilfe zu holen. Art nimmt es ihr rechtzeitig weg und ruft Robins Kontakt an. Sie kriegt einen Tipp, in welchen sie zum Hongkong-Markt fahren und nach Alligator Wein fragen soll. In dem Markt wird sie dann in ein Hinterzimmer geführt. Robin erzählt dem Mann, dass der Typ, der Newt getötet hat, hier ist. Er schluckt eine Pille und sperrt Robin ein.
Es bricht ein Kampf zwischen Art und dem Mann aus. Robin ist hilflos, als der Raum, in dem sie sich befinden, an einem Lastwagen angehängt wird und davonfährt. Sie geht in Deckung, während Kugeln den Raum in Schweizer Käse verwandeln. Als letzter Mann schaut Art durch ein Einschussloch, um nach Robin zu sehen. Er ist noch am Leben. Eine Reihe von Schüssen wird abgefeuert und nach einiger Zeit stolpert Art herein. Die beiden brechen durch die zweite Tür und finden dort eine Überwachungsstation mit Detailinformationen über eine bevorstehende Power-Demonstration. Art erklärt Robin, dass die Power von der Regierung finanziert und an den Menschen in New Orleans getestet wird. Arts Zustand verschlechtert sich und Robin rennt zurück in den Markt. Oh, er ist noch am Leben. Robin schreit um Hilfe und wird niedergeschlagen. Art rettet sie und macht ihn dieses Mal endgültig fertig. Ich verspreche es. Art bricht zusammen und bittet sie um Hilfe. Nachdem sie ihr etwas Geld angeboten hat, gibt sie nach. Einige Zeit vergeht und wir sehen, wie sie Art in der Tierarztpraxis zusammennäht. Ihre Mutter arbeitet dort. Robin zeigt ihm ihre Rap-Künste und sie freunden sich an. In der Zwischenzeit geht Frank zu Robins Haus. Als er zur Tür kommt, findet er die gleichen schwarzen Anzugträger von vorhin vor. Sie bedrohen ihre Mutter, die Dinge könnten hässlich werden, wenn ihre Tochter nicht bald auftaucht. Frank schleicht sich durch das Badezimmerfenster und hackt einen cleveren Plan aus. Er zieht sich aus, macht sich die Haare nass und kommt aus dem Bad. Ist das Hippie-Shampoo alle? Irene ist sichtlich irritiert, aber Frank flüstert ihr, dass Robin ihn geschickt hat. Frank ist der erste weiße Mann, der die Rassenkarte spielt. Nimmst du an, dass ich und diese schöne schwarze Frau nicht in der Lage wären, ein glückliches Leben zu führen? Er fängt an zu filmen und die Männer beschließen daraufhin zu gehen. Nachdem er Irene schnell alles erklärt hat, rennt er auf ihren abfahrenden Truck zu und klebt ein Handy an die Rückseite. Frank folgt dem Wagen, während Art und Robin zu der Demonstration fahren. Unterwegs erzählt Art, dass beim Militär an ihm experimentiert wurde. Sie bestrahlten seine Zellen, was dazu führte, dass seine Tochter dann Kräfte entwickelte. Er versuchte nun, sie zurückzubekommen. Als sie ankommen, stoßen sie auf einen der Typen, die sie vorhin auf dem Überwachungscomputer gesehen haben. Art stiehlt heimlich die Schlüssel des Motorrads und gibt sie Robin. Art folgt ihm zu der Veranstaltung und findet Peggy vor, der eine Demonstration für all seine Unterstützer gibt. Mit der Pille kann man die verschiedenen Kräfte des Tierreichs freisetzen. Eine Frau wird in einen Glasbehälter gesteckt. Sie schluckt eine Pille und entwickelt Eiskräfte. Art lenkt eine Wache ab und tötet ihn auf brutale Weise. In der Zwischenzeit ist auch Frank angekommen und ist schockiert, Robin dort zu sehen. Sie streiten sich über Art. Frank denkt noch immer, Art ist die Quelle der Power. Zurück bei der Veranstaltung bedroht Art Biggie mit einer Pistole. Eine Frau entdeckt den toten Wachmann und schreit, woraufhin Panik im Raum ausbricht. Alle holen ihre Waffen heraus. Die Kartellfrau sagt Art, er kann ihn haben, sie wollen nur die Ware. Plötzlich schluckt einer der Männer eine Pille und entfesselt seine Macht. Er stirbt. Die Hölle bricht los, eine Schießerei beginnt. Art und Biggie sind die einzigen, die noch leben. Er zeigt ihm das gleiche Foto wie vorhin. Weil er nicht antwortet, schießt Art ihm die Finger ab. Frank geht dazwischen. Durch die Ablenkung nutzt Biggie den Moment und schluckt eine Pille. Und wir erfahren, wie er zu seinem Spitznamen gekommen ist. Die beiden laufen davon. Während Art Gasleitungen aufbricht, schnappt sich Frank noch ein paar Powerpillen. Art gibt ein paar Schüsse ab und löst damit die Explosion aus, die Biggie in Stücke reißt. Zum Entsetzen von Robin nimmt Frank Art fest. Nachdem sie gefahren sind, sieht Robin den Mann von dem Foto und folgt ihm. In der Zwischenzeit sagt Art Frank, dass es für ihn noch nicht zu spät ist, um lebend aus dieser Sache herauszukommen. Er lacht, wenn man bedenkt, dass er die Situation buchstäblich in der Hand hat. In 30 Sekunden wird sein Captain ihm sagen, dass er stehen bleiben und auf Unterstützung warten soll. Und tatsächlich, es passiert. Art erklärt, dass wahrscheinlich jemand anderes das Sagen hat und dass das alles nur dazu dient, die Powerpillen an menschlichen Probanden zu testen. Frank will den Menschen in seiner Stadt helfen und hilft Art ab und an. Ein paar Augenblicke später sehen wir bewaffnete SWAT-Einheiten das Auto umzingeln, aber Frank ist verschwunden. Einige Zeit vergeht und Robin sieht, wie das Schiff mit Art kurz vorm Ablegen ist. Frank taucht hinter ihr auf. Er ist nicht froh darüber, dass sie da ist, lässt sie aber trotzdem für ihn Wache stehen. Er schluckt eine Pille und geht zu einem Wachmann. Auf der anderen Seite hält Dr. Gardner einen kleinen Vortrag darüber, dass sie eine Vorreiterin ist, bevor er ihr sagt, dass sie sich das in den Arsch schieben kann. Er wird unter das Deck geschickt. Nach einigen Kämpfen treffen sich Robin und Frank im Kontrollraum und entdecken Art zusammen mit einigen Wachen auf dem Bildschirm. Auf dem Weg zu Art sieht Robin Arts Tochter und Frank gerät in einen Kampf. Über eine Gegensprechanlage ruft Art Frank ein paar motivierende Worte zu, während er mit einem gelenkigen Jungen kämpft. Robin wird von einem riesigen Mann gejagt. Sie zerstört bei ihrer Flucht das Überwachungssystem und macht sich auf die Suche nach Arts Tochter. In der Zwischenzeit schüchtert Art eine Wache ein, indem er ihm von seinen unglaublichen Krabbenkräften erzählt.
Daraufhin lässt ihn die Wache wirklich frei. Plötzlich betritt der riesige Mann den Raum, aber mit Hilfe von Frank schießt er ihm ein Loch in die Brust. Robin schafft es, Tracy zu finden, und sie treffen sich auf dem Deck. Art trifft nach langer Zeit seine Tochter wieder und sie machen sich auf dem Weg zum Rettungsboot. Art und Robin bleiben zurück, um ihm, einem Wolverine-Abklatsch, den Hintern zu versohlen. Robin wird jedoch erwischt und als Geisel genommen. Art stellt die Entführer zur Rede und gibt ihnen eine letzte Chance, bevor er eine Pille schluckt, die er aufbewahrt hat. Wir erleben eine unglaubliche Entwicklung der Zerstörung, als Art alles um sich herum dezimiert. Unglaublich. Seine Tochter kann ihn mit ihrer Superkraft heilen und die Gruppe entwicht mit dem Rettungsboot und fährt in Richtung Freiheit. Zum Schluss sehen wir, dass Frank mit der Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist und Robin mit ihrem Rap-Song im Radio gespielt wird. Ein gutes Ende für sie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für mehr solcher Videos abonniert unseren Kanal.